zeige ich euch einen Look, der die Augen betont und den man ohne Pinsel schminkt. Ich schminke mich generell sehr gerne ohne Pinsel, weil sich die Produkte durch die Fingerwärme sehr gut auftragen lassen und man sie sehr schön verblenden kann. Ich starte mit dem Concealer. Das Besondere daran ist, dass es eine Concealer-Base ist. Die muss ich hinterher nicht abpudern. Ich trage sie in den inneren Augenwinkel auf und verblende sie zum äußeren Wimpernrand. Ich möchte, dass der Look sehr natürlich bleibt und deswegen optimiere ich mit dem Concealer nur ein paar Stellen in meinem Gesicht. Als nächstes benutze ich die Highlighter Cream. Diese zaubert Frische ins Gesicht und dient gleichzeitig als Lidschattenbase. Wenn wir den Lidschatten mit den Fingern auftragen, ist es wichtig, dass wir in der Mitte vom Augenlid anfangen. Somit lässt sich die Farbe schön gleichmäßig verblenden. Weiter geht es mit dem Kajal. Der verleiht den Augen noch mehr Ausdruck. Ich trage ihn am äußeren Wimpernrand auf. Besonders gut eignet sich ein weicher Kajal. Dieser lässt sich sehr schön verblenden. Mascara darf natürlich nicht fehlen. Da bei diesem Look der Fokus auf den Augen liegt, verwende ich schwarze Mascara. Um meine Augenbrauen noch voller wirken zu lassen, benutze ich das Augenbrauengel. Ein Lippenstift in einer natürlich dezenten Farbe rundet das Ganze noch ab.